Die Gamescom 2014 steht unmittelbar bevor. Damit ihr euren Messebesuch besser planen könnt, haben wir für euch zusammengefasst, welche Spiele auf der Messe gezeigt werden. Auch bei den in der dritten und letzten Folge vorgestellten Titeln gilt wieder, alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Activision am Stand wird dieses Jahr auf jeden Fall Skylanders Trap Team anspielbar sein. Für all diejenigen, die von einer höheren Alterseinstufung angezogen werden, hat Blizzard in diesem Jahr wieder ordentlich was zu bieten. Hier kann World of Warcraft Warlords of Draenor, das MOBA Heroes of the Storm und Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition angespielt werden. Horrorfans sollten sich schon mal den Bethesda-Stand vormerken, denn dort wird in diesem Jahr neben dem Spiel The Elder Scrolls Online auch das Horror-Survival-Game The Evil Within gezeigt und anspielbar sein. Wer sich also mal wieder so richtig gruseln will, ist hier genau richtig. Und dann wäre da noch Nintendo. Für die Wii U anspielbar werden am Nintendo-Stand neben Mario Kart 8 auch die Spiele Super Smash Bros., Bayonetta 1 und 2, Mario Party 10 und noch weitere Games sein. Für den Nintendo 3DS wird ebenfalls Super Smash Bros. Anspielbar sein, genauso wie Fantasy Life, Disney Magical World und andere Games. Der Delle konnte uns selbst kurz vor der Messe noch nicht mitteilen, welche Spiele am Stand des Publishers anspielbar sein werden. Das sind also die Lineups der Spiele-Publisher. Hier findet ihr noch einmal die vorigen Teile der Serie. Und auf welche Spiele freut ihr euch? Was müsst ihr unbedingt anzocken?